Watch now and enjoy Alistair McKinley's new video presented by Peahen Racing. Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Und sieht es nicht einfach Weltklasse aus? Broken Clouds von Peter Böse in Zusammenarbeit mit den Frühlingstexturen von Bernd Graf hier auf der Nordschleife, die von Eddie Evergreen gemoddet wurde, und das Ganze im Seat Leon TCR. Wenn es euch zum Hals raushängt, dann schaut bitte ein anderes Video an, aber ich kann einfach nicht genug bekommen vom Seat und ich wollte jetzt ihn einfach mal auf der Nordschleife testen und deswegen bin ich hier. Deswegen nenne ich das Ganze auch Mini-Let's Play. Ich könnte es auch vierfach Mod-Vorstellung nennen, denn wie gesagt, wir haben es hier mit dem Seat Leon TCR von Jean Clark und seinem Modding-Team zu tun. Wir haben es mit der gemoddeten Nordschleife oder mit der Mod-Schleife von Eddie Evergreen zu tun. Der hat dafür gesorgt, dass hier bis zu 55 KI-Gegner geladen werden können. Er hat den Verlauf der Döttinger Höhe angepasst oder abgeändert, sodass man da auch entlangfahren kann während der Touristenfahrt. Man kann aber auch wieder auf den Parkplatz zurückfahren. Hat er echt super gemacht. Dazu noch ein paar Streckenobjekte. Echt dufte Arbeit von Eddie Evergreen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Rechts oben müsste jetzt so ein Infobox-Dingens aufblinken. Da könnt ihr mal gucken. Das Video ist ein bisschen älter, aber passt eigentlich immer noch. Ja, die Presets von Peter Böse in Zusammenarbeit mit dem Content Manager. Es sieht einfach geil aus. Diese Sonne da, die tief steht. 17.42 Uhr haben wir's. Phänomenal mit den Wolken. Ja, und dann eben noch diese Texturen, die kahlen Bäume von Bernd Graf. Der hat es richtig gut gemacht, sehr subtil das Ganze. Also es ist kein Winterlayout, ich habe das mal damals falsch gesagt, als ich es vorgestellt habe. Eigentlich ist es in The Dead of Winter, also so wie die Nordschleife momentan aussieht, so Anfang Frühling. Also vor ein paar Wochen oder vor einer Woche war ja VLN-Rennen. Da habe ich ein bisschen reingeguckt und da sah es genauso aus, so von den Bäumchen her. Deswegen hat der Bernd Graf das sehr gut getroffen. Und warum ich das Ganze jetzt nochmal erzählt habe und so lange gelabert habe, liegt einfach nur daran, dass ich die KI vorbeifahren lassen wollte. Jetzt dachte ich gerade, ich muss hier mit der Maus irgendwas arbeiten, muss ich aber gar nicht. Ich habe 21 Gegner geladen, ich habe vorher mal kurz getestet mit 24, da ist meine CPU abgeraucht. Also es kann sein, dass hier Warnungen kommen, die einfach ignorieren. Wenn ich dann Hilfe, Hilfe, es brennt rufe, dann wisst ihr, dass mein Computer kaputt gegangen ist. Ich muss mal hier lauter machen, so ist ganz angenehm. Für die Nachbarn auch. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum macht der schon wieder ein Video in Assetto Corsa und im Seat Leon TCR? Einfach, weil er es kann. Nee, weil es unglaublich viel Spaß macht. Assetto Corsa war das Spiel, was mich zum Simracing gebracht hat. Und es ist immer noch das Spiel, was ich ja starte und einfach sofort Spaß habe. Und in dem Spiel klappt auch alles. Also da ist alles einfach so gut eingespielt jetzt mit den Jahren. Macht einfach Laune. Bisschen lupfen. Kommt mir hier übrigens gut rum. Probiert es einfach aus. Holt euch den Seat. Den gibt es kostenlos auf Race Department. Oh oh. Holt euch die Nordschleife, die gibt es im ersten Dreampack, glaube ich, von Kunos. Das kostet mittlerweile weniger als ein Bier oder weniger als ein Guinness, auf jeden Fall. Und ja, dann habt Spaß. Ihr könnt ja dann auch erstmal online spielen, wenn ihr keinen Bock habt, euch die Mod von Eddie Evergreen zu holen. Aber ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr einen besseren Prozessor habt als ich, dann könnt ihr dann noch mehr KI-Gegner draufladen. Ich habe gesehen, dass Leute mit einem i5-2400K, glaube ich, die können mehr KI-Gegner draufpacken. Also ein Prozessor, der eine Generation älter ist als meiner, aber dafür ein bisschen mehr Leistung hat. Oder mehr ein bisschen, weiß nicht wie viel mehr, aber ja, schon ordentlich vielleicht. Die neueren Prozessoren, die sollten hier kein Problem haben, denke ich. Also das wäre mein Ziel für ein neues System. Es müsste bei vollen Grafikeinstellungen mit allem Pipapo 55 KI-Gegner auf der Nordschleife zum Laufen bringen können. Das wären so meine Voraussetzungen.
Mein Traum ist immer noch, für so ein Rennspiel ein VLN-Rennen nachzuspielen. Also so richtig, mit so 140 Fahrzeugen gleichzeitig. Leider geht es nicht, auch im Race Room nicht, weil da einfach wahnsinnig viel berechnet werden muss. Und ja, das bringt oder zwingt jede CPU dann in die Knie. Wenn man da nur an R-Faktor denkt mit dem komplizierten Reifenmodell. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage, warum schon wieder Assetto Corsa. Schaden habe ich übrigens ausgestellt, weil die KI hier manchmal Blödsinn macht. Der Eddie Evergreen hat die so programmiert, dass die sich überholen können richtig. Und dazu hat er ihnen mehr Platz eingeräumt. Also die KI fährt dann manchmal auch aufs Gras. Na, Porsche? Schon mal von einem Seat überholt worden? Ach komm, bremst halt noch mehr. KI steht auf 100%. Aber die ist hier so eingestellt, dass sie bei manchen... in manchen Abschnitten cool tut. So, und jetzt bekomme ich wieder eine CPU-Warnung samt Ruckeln. Das heißt, da macht gerade irgendein KI-Heini Blödsinn. Und dann kommt es meistens zu den Rucklern. Ah, der Boxster ist so gut. Mit dem bin ich ja auch schon gefahren. Oh, oh. Das sieht uns nicht. Jetzt hat er uns gesehen und hat uns so einen Schlenker rüber gemacht. So, jetzt haben wir hier natürlich zu wenig Power. Ja, schlechte Linie, ich weiß, aber vorbei am BMW und dem Gagliardo hinterher. Gagliardo. Ach, beim Italienischen bin ich mir immer unsicher. Okay, damals Kesselchen hoch, haben wir keine Chance. Wir haben 355 PS und er, keine Ahnung, hat er 600? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall deutlich mehr als wir. Aber wir bekommen den so die hohe 8 hoch, denke ich, bekommen wir ihn, Karussell. So, mal gucken. Bisschen gelupft hier, könnte man auch voll nehmen. 201, kommen wir raus. Entschuldigung, Stundenkilometer, ich gucke ja einfach aufs Dashboard und denke, ihr wisst, wo ich hingucke. Hui. Na, Giulietta? Geht's dir gut? Es sieht so geil aus, es sieht so geil aus. Ich bereue es nicht, den Content Manager mir geholt zu haben und die Presets von Peter Böse. Was für ein Künstler. Nein, 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 der lässt sich austreiben. Ja, und das macht eben die KI auch, die überholt dann einfach um Gras. Ja. Also finde ich okay, wenigstens kann man hier so einen Drag Day abhalten. Es gibt ja auch Leute, die ab und zu das ein oder andere Gläschen Alkohol trinken, während sie in Assetto Corsa fahren. Zu denen ich natürlich nicht gehöre. Für die ist dann ganz gut, wenn sie vielleicht nicht online fahren. Also bei mir ist dann so, falls es doch mal dazu kommt, dass ich das ein oder andere Gläschen trinke und auch online fahre und ich merke dann, okay, jetzt geht gar nichts mehr, dann höre ich auf. Oder was heißt, es geht nichts mehr? Irgendwann, wenn man so zwei, drei Bierchen getrunken hat, ist einfach mit der Reaktion dahin und ja, das habe ich bis vor einem Jahr gar nicht gemacht. Bin ich immer komplett nüchtern die ganzen Rennspiele gefahren. Das war komplett versemmelt hier, Brünnchen. Habe mich so drauf gefreut eigentlich mit dem Seat, Brünnchen zu nehmen. Aber bei mir nimmt die Fahrleistung schon ab, wenn ich immer an Alkohol denke. Ja, also wie gesagt, bis vor einem Jahr habe ich eigentlich nie Alkohol getrunken. Beim Simracen und jetzt so ab und zu mal ein Bierchen oder sowas. Gerade online machen andere auch. Am Wochenende, Samstagabends auf einen öffentlichen Server gehen, auf die Nordschleife. Wir sind auch schon gemütlich umgecruised. Coffee Lab haben wir es genannt. Ja, es ist dann einfach so eine Gaudi. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug, aber der hat dann schon früher gebremst. Alles Beauty. Okay, das war schlecht angefahren, aber geht trotzdem voll. So, und wer jetzt das noch nicht gesehen hat, der achtet jetzt einfach mal aufs Layout und aufs Wetter. Machen.
Okay. Also normalerweise würde man jetzt hier rechts wieder auf den Parkplatz fahren, müsste dadurch die ganzen Türchen durch. Das machen wir aber nicht. Wir fahren kurz illegalerweise noch am Lamborghini vorbei. Ich glaube, das ist der Huracan Performante, so kurz Huracante genannt. So, jetzt hier Döttinger Höhe weiter. Geradeaus. CPU-Warnung müsste auch gleich kommen, aufgrund der Ruckler- und Slow-Motion-Fahrt hier. So, und dann geht's hier wieder drauf. Finde ich vom Feeling her, finde ich es einfach geil, dass man da so fährt. Ist was anderes, als wieder auf den Parkplatz zu fahren. Ja, dann schlängelt man sich hier durch. Das finde ich auch cool. In echt stehen da, glaube ich, Hütchen. Ja. Ich glaube, der KTM würde hier auch Spaß machen. Ja, und vorher habe ich es ja schon gesagt, holt euch den Seat, den gibt es kostenlos. Holt euch die Nordschleife. Und dann macht es einfach mal und ihr werdet sehen oder ihr werdet mich verstehen. Oh, jetzt kommt der Huracan. Ich glaube, ich habe angeeckt. Aber Schaden ist ja aus. Der Dookie ist mal vor, ich weiß gar nicht wann das war, vielleicht schon vor 2 Jahren oder so, auch relativ oft die Nordschleife gefahren, wurde dafür kritisiert von einigen Abonnenten. Hab mir da aber auch immer gedacht, nee, wenn es ihm Spaß macht, wenn er gerne auf der Nordschleife fährt, und ich kann ihn sehr gut verstehen, weil die Nordschleife ist einfach eine verdammt geile Strecke. Der Seat passt hier so gut drauf. Ich weiß gar nicht, war mir jetzt irgendwann, ich habe gar nicht drauf geachtet, irgendwann im Begrenzer mal so richtig drin. Kesselchen kann er nicht im Begrenzer, weil es da bergauf geht. Ja, müht er sich ab. Hier vorher Schwedenkreuz habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. So, jetzt wird es interessant mit dem Audi R8. Jetzt wollte ich gerade schalten. Gang, aber den gibt es nicht. Jetzt sind wir hier leicht in die Grenze drin. So, ich bleib voll drauf. Geil. Geil. Das ist so ein Moment, wo ich denke, geil. Schön, dass es geklappt hat. Ich hätte ihn jetzt auch voll abräumen können. Würde ich natürlich in echt auch so machen, mit meinem VW Touran mit 140 PS. Absolut kein Problem. Am R8 vorbeischießen. Nee, deswegen habe ich ja hier diese Spielchen auf dem PC, um mich da ausleben zu können. Ich war mit meinem Vater und meinem Onkel bei einem VLN-Rennen letztes Jahr im Oktober. Und da dachte ich mir dann am nächsten Morgen, ich gehe mal auf die Nordschleife mit dem Touran eventuell und fahre da so eine Touristenfahrtrunde. Ganz gemütlich. Aber dann habe ich da auf dem Parkplatz gesehen, was da teilweise für Leute... Also in was für abgefahrenen Karren die da auch standen. Und dann habe ich mir nochmal die ganzen Nordschleife-Touristenfahrten von YouTube ins Gedächtnis gerufen, die ich gesehen habe. Und dann war für mich schnell klar, dass ich mein Familienauto nicht auf der Nordschleife bewegen möchte. Davor war ich eher so, dass ich meinen Vater und meinen Onkel überredet habe. So, komm, das machen wir ganz gemütlich, wir fahren da ganz gemütlich rum. Aber die beiden haben dann auch gesagt, ja, du fährst gemütlich, aber ein anderer nimmt dich, um, was weiß ich, Windschatten noch mitzunehmen oder weiß der Kuckuck was. Als Zielobjekt beim Rausbeschleunigen von der Kurve. Und dann haben wir den Salat. Ja, und das, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, nicht auf die Nordschleife zu gehen und Touran. Ich sehe immer mal wieder so in YouTube-Videos so 6er Mazdas oder also so größere Familienkutschen. Scheint auch alles gut zu klappen, aber ich glaube, ja, ich habe da einfach zu viel Angst. Deswegen wird hier ein Assetto Corsa gefahren. Nein, jetzt habe ich schon wieder hier die Kurve vermasselt. Merkst du jetzt auch, dass ich langsam so ein bisschen schläfrig werde? So Kesselchen jetzt hier hoch, ne?
Weiß gar nicht, heißt eigentlich der ganze Abschnitt Kesselchen? Kannst du ziemlich lesen, was da stand. Jetzt kommt auf jeden Fall die Mutkurve wieder. Jetzt nehme ich sie mal voll. Hopp. Knackig. Knackig eingelenkt. Ja, hat mir jetzt nichts gebracht, weil ich angeeckt bin. Vorher bin ich nämlich auch mit 201 oder so rausgekommen. So, und was jetzt natürlich ein bisschen doof ist, die KI, die war jetzt noch nicht weit genug auseinander. Ich hätte, bevor ich die Aufzeichnung gestartet habe, hätte ich die KI schon mal fahren lassen sollen, eine halbe Stunde oder so, dass die sich ein bisschen mehr verteilt auf die Nordschleife. Achso, ihr könnt aber auch, ja, hätte ich auch machen können, ihr könnt ein Rennen fahren, dann starten die an verschiedenen Punkten auf der Nordschleife. Stimmt, dann ist die KI eigentlich aufgeteilt, ganz gut. Könnt ihr ausprobieren. Würde ich euch empfehlen. Das Heck will einfach nicht kommen. Der ist so gutmütig. Das Heck kommt eigentlich nur. Ich versuch's mal zu provozieren. Nee. Nee, kommt nicht. Kommt auch da nicht. Was? Ah, jetzt vermasse ich es schon wieder. Doof. Aber jetzt nicht. Jetzt bremse ich früher. Zieh hier rein zum Kanaldeckel, der sich da auch in echt befindet, und lass mich dann raustreiben. Komm, mach Platz, Ferrari. Seat Leon kommt. Okay, doch nicht. Mach doch nicht Platz. Wow! Gottes Willen! Was macht er? Gut, dass ich ihn im Rückspiegel gesehen habe. So konnte ich ihm ausweichen. Oder meine Linie halten und dann doch verändern. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst immer, was ich meine. Sonst würdet ihr schreiben, wir wissen nicht, was du meinst. Es war nicht schnell, aber dafür auch sehr scheiße. Doof. Der Streckenposten da rechts oben gefällt mir übrigens. Der ist echt cool. Also man kann durchaus schneller fahren mit dem Seat. Aber hier ging es jetzt nicht um eine Hotlap. Hier ging es jetzt einfach nur um eine gemütliche Spazierfahrt, wie so oft. Also ein Mini-Let's Play. Ja, Mini-Let's Play vielleicht auch nochmal für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich mache immer, wenn ich Videos mache, auf die ich mich nicht vorbereite, nenne ich sie Mini-Let's Plays. Einfach damit ihr wisst, es kommen keine gehaltvollen Informationen. Ja. Gut, jetzt habe ich am Anfang, glaube ich, doch das ein oder andere Gehaltvolle erzählt. Aber sonst eigentlich mehr so Blödsinn. So muss es ja auch sein. So, jetzt fahren wir hier rein. So, zack, schön. Grüßen den noch. Servus. Gucken in die Kamera da. Und dann fahren wir hier rein. Und da stehen dann noch mehr so Streckenposten. Das finde ich einfach gut. Und jetzt werde ich hier nicht rückwärts einparken. Jetzt fahren wir hier auf den Parkplatz. Gehen ein bisschen an hier. Achso, jetzt wollte ich kuppeln und Gas geben, damit es Run-Run macht. Aber ich kann ja nicht mehr kuppeln, denn wir haben eine Autokupplung. Wir fahren jetzt hier rein, weil es einfach sich anbietet, hier zu parken. Komm. Ja, das ist einfach die Slow, nicht Slow Motion, Slow Physik von Assetto Corsa. Gucken wir mal raus, wie wir da drin stehen. Okay, ah, das geht gar nicht. Also müssen wir mir genauer angucken hier noch. Ah, hallo? Ja, am Telefonieren, ne? Moment, ich muss es noch überprüfen hier. Ja, ah, doch nicht. Ah, da müssen wir ein bisschen korrigieren hier. Ah, wie er gleich losfährt. Assetto Corsa halt. Da, das meine ich. Der kann nicht rollen. Der kann nicht langsam fahren in Assetto Corsa. Der kann immer nur gleich voll lostigern. Schade eigentlich. Das wäre noch verbesserungswürdig. Aber vielleicht gibt es dann in Assetto Corsa Kompetitione. Das Wetter sieht übrigens saugeil aus. Ihr merkt vielleicht, ich will nicht Tschüss sagen. War eigentlich jetzt echt nett, hier mit euch mitzufahren. Ja, so vielleicht.
Ah, dann stimmt's nicht vom Field of View, finde ich. Jetzt ist der Wagen so in die Länge gezogen. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Sonst hätte ich das als Screenshot genommen. Ich muss mir da einen anderen suchen. Vielleicht gibt's auch irgendwie was aus der Wiederholung noch. Ah, ich glaube eher nicht, weil die Wiederholung ist immer so lang. Die blockiert immer meinen Festplattenspeicher. Na, und der, also da ist Windows drauf und ja, ziemlich voll. Ich sage jetzt trotzdem Tschüss. Es war schön mit euch. Hat mir echt Bock gemacht, hier auf der Nordschleife zu fahren mit dem Seat. Mich würde es freuen, wenn ihr vor allem meine Meisterschaft im Seat Leon verfolgt, denn die macht richtig Laune und die kann ich euch auch nur ans Herz legen, so wie das ganze Fahrzeug und die Strecken, die ich da in der Meisterschaft benutze. Macht's gut und auf bald. Tschüss!